Hallo, ihr Lieben, da bin ich wieder. Und zwar möchte ich heute einen schnellen Nachtisch machen. Den, wir sind zum Grillen eingeladen. Den möchte ich gern mitnehmen. Der ist bei unseren Freunden immer der Knaller, weil der wirklich lecker ist. Und für mich ist es auch kein Thema zu sagen, ja, ich bringe den Nachtisch mit, weil der wirklich ruckzuck geht und ganz einfach zu machen ist. Und ich kenne den unter dem Namen Schneegestöber. Da kommt rein Himbeeren, Sahne und Baiser. Baiser, weiß ich nicht, kennt ihr bestimmt alle, sind so kleine, kleine Plätzchen aus Eiweiß, Eiweiß und Zucker, und die dann gebacken bzw. getrocknet im Backofen. Kann man selber machen. Ich habe die gekauft, das war jetzt ein 100-Gramm-Beutel. Den habe ich umgefüllt in den Gefrierbeutel, weil wir das gleich zerkleinern wollen. Ja, wir fangen aber an mit der Sahne. 3 Becher. Ich hatte jetzt meinen Mixtopf wieder im Kühlschrank stehen. Jetzt gebe ich die 3 Becher Sahne rein, die natürlich auch im Kühlschrank waren. Also das ist immer wichtig, dass beim Sahneschlagen alles schön kalt ist. Ich setze mein Schmetterling ein und stelle jetzt einfach mal 3 Minuten auf Stufe 3 ein. Beim Sahneschlagen gehe ich nie weg, da bleibe ich immer dabei. Also so, dass wenn ich vom Geräusch höre, es verändert sich was, dass ich einfach mal nachgucken kann. So, dann machen wir weiter. Ich habe 2 Päckchen Himbeeren à 300 Gramm. Die fülle ich jetzt einfach in eine Schüssel. So, das sieht jetzt besser. Die sind gefroren. Das ist auch überhaupt nicht schlimm. Also wir haben jetzt 11:45 Uhr. Wir sind um 10:30 eingeladen. Ich mache das immer gerne so kurz davor, dann ist es wirklich eiskalt, und bis wir gegrillt haben und so, ist es, hat es die perfekte Temperatur. So. Dann, ich habe vergessen, ich mache noch 2 Beutel Sahne steif zur Sahne dazu. Muss man eigentlich nicht, ich mache es immer ganz gerne, weil ich auch schon Früchte hatte, die unheimlich viel Flüssigkeit gelassen haben, und dann wurde die Sahne auch flüssig. Und um dem einfach vorzubeugen, gebe ich da 2 Päckchen dazu. So, jetzt habe ich meine Himbeeren eingefüllt und bestreue meine Himbeeren mit 2 Päckchen Vanillezucker. Einfach so grob drüber. In die Sahne kommt kein Zucker. Deswegen mache ich das jetzt da drauf. Jetzt zerkleinere ich mein Baiser. Deswegen habe ich es in den Gefrierbeutel. Ich habe jetzt so eine Pfanne, ein bisschen rabiat. Und klopfe es einfach klein. Wichtig ist, dass ich die Öffnung ein bisschen zuhalte, so dass schon noch die Luft, die im Beutel ist, raus kann, dass er mir nicht ausplatzt, aber dass ich jetzt nicht die ganzen Baiser-Stückchen da rumfliegen habe. Jetzt höre ich gerade, es hört auf zu blubbern in meinem Topf, aber die braucht noch. Minuten sind um. Schauen wir mal.
Die sieht schon schön aus, seht ihr es? Aber ist mir noch nicht fest genug. Ich stelle noch mal ein paar Sekunden nach, so 20. Stufe 3. Also 15 Sekunden hat es jetzt nur gerührt. Schaut es euch an. Ich bin mutig. Kommt nichts. So, ich will meine Sahne so. Ich mag die wirklich fest haben. So, jetzt nehme ich mir die und gebe die auf die Himbeeren. Seht ihr? Und verteile die einfach. Das ist so ein Rezept, muss ich euch ganz ehrlich sagen, was ich auch nur gegessen habe, weil ich nicht wusste, dass das Baiser oben drauf ist, was da drauf gestreut ist. Das mag ich persönlich nicht so gerne eigentlich. Also ich esse das auch nur da im Nachtisch. Hätte das nicht mal jemand gemacht und ich hätte das probiert, hätte ich das selber auch nie nachgemacht. Und jetzt gehört es wirklich zu unserem Standardprogramm. Hallo Tim. Ja. Die wird einfach da drauf verteilt. Unten bleiben. Tim, unten. Nein, es ist nichts mehr zu helfen. So. Die Sahne habe ich raus. Ich nehme jetzt auch das bisschen, was noch flüssig ist vom Deckel, das ist nicht schlimm, und gebe das mit drauf. So. Und das wird jetzt einfach verteilt. Mit wem redest du? Mit den Leuten, die sich das dann später am Computer oder am Handy oder am iPad angucken. Ich zeige denen, was wir für einen tollen Nachtisch mit zu Jessie und Patrick nehmen. So. Also das muss jetzt auch nicht glatt gestrichen sein, sondern einfach nur ordentlich drauf verteilt. Hallo! Und jetzt habe ich da mein Beutel mit Baiser. Tim, bitte. Hallo. Tim, danke. Mein Beutel mit Baiser, den verteile ich da einfach da drauf. Ich zeige euch das dann auch gleich nochmal. Wieso hast du alles da drauf gemacht? Ja, weil wir das schon brauchen. So, das Baiser ist ja wirklich sehr süß. Deswegen hat die Sahne auch keinen Zucker abbekommen. Ich mache das immer gern in so eine flache Schüssel rein. In so eine hohe eignet sich da nicht so gut. Wirklich, dass es schön flach ist. Hallo! Ich zeig's euch mal. So. Ne? Unser Nachtisch ist fertig. Also, wir lieben ihn wirklich alle. Hallo. Alle. Hallo. Und essen den sehr gern. Jetzt der Hund auch noch. Handy, Kind, Hund, alles dabei. Hallo. Und, genau. Probiert ihn einfach mal aus. Ich hatte jetzt, wie gesagt, 600 Gramm Himbeeren, 600 Gramm Sahne, 100 Gramm Baiser, 2 Päckchen Sahne steif und 2 Päckchen Vanillezucker. Das war's schon. Und ich habe jetzt 9 Minuten gebraucht. Ich habe gerade auf dem iPad auf die Uhr geguckt. 9 Minuten, also es ist wirklich ruckzuck. Ich wünsche euch ganz viel Spaß. Hallo! Und noch einen schönen